Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen, in diesem Video möchte ich ein bisschen was über Kommunikation und Austausch sprechen, und zwar über ein spezielles Tool, das heißt Planer. Wenn ihr das hinzufügt, dann müsst ihr ja oben euren Kurs auf Editieren setzen und dann Material oder Aktivität anlegen, und dann heißt das halt hier Planer. Wenn ihr einen Planer habt, ich habe den umbenannt in digitaler Unterricht, dann könnt ihr hier Termine anlegen. Zeit über Zeitfenster hinzufügen. Also beispielsweise möchte ich meinen Schülerinnen und Schülern heute Abend einen Termin anbieten, ein einzelnes Zeitfenster hinzufügen. Dann lege ich das Datum fest, sage, wie lang der Termin gehen soll. Der soll 30 Minuten dauern. Dann sage ich, wie viele Teilnehmer dürfen teilnehmen. Also in diesem Falle dürfen ruhig alle teilnehmen, die wollen. Und dann kann ich noch einstellen, ob hier jetzt irgendwelche E-Mails als Erinnerung geschickt werden sollen, und kann auch schon Teilnehmerinnen direkt zuweisen, falls ich das wollte. Kann Kommentare dazu schreiben. Entspanntes Chatten für alle, die wollen. So. Und macht dann erstmal Änderungen speichern. Also, das Zeitfenster ist der Vergangenheit. Ich war heute Abend, 18 Uhr. Moodle korrigiert einen ja immer recht freundlich, wenn man was macht, was nicht geht. Und dann sage ich Änderungen speichern. Und dann seht ihr jetzt hier, dass Dienstag, 24. März, von 18 bis 18.30 Uhr, und ich habe jetzt hier den Ort eingestellt und merke jetzt, oh, der Ort ist nicht richtig. Dann, da war ein Linkdreher. Änderung speichern. So, und jetzt ist das für die Schülerinnen und Schüler sichtbar. Ihr seht hier schon, zwar ein bisschen ausgegraut, aber hier sind Namen von Schülerinnen und Schülern, die das gebucht haben, die einzelnen Termine. Ich kann dann zum Beispiel einen Namen anklicken und sehe dann, dass hier die Schülerinnen und Schüler auch eine Mitteilung zum Beispiel gemacht haben. Das heißt, die können auch vorab sagen, worüber sie genau reden wollen. Ich bekomme eine Mail, dass eine Schülerin oder ein Schüler einen Termin gebucht hat, und kann mir dann überlegen, ob ich an dem dann auch wirklich teilnehmen kann. Wenn jetzt heute Abend irgendwas passiert und hier haben Leute was gebucht, dann könnte ich auch sagen, nee, ich sage den Termin ab, indem ich hier jetzt zum Beispiel den Daumen nach unten drücke. Und dann wird der relativ einfach abgesagt, und für die Schülerinnen und Schüler wird deutlich gezeigt, die kriegen dann eine Mail, dass der Termin halt eben nicht stattfinden kann. Auf diese Art und Weise könnt ihr relativ unkompliziert Termine mit kleinen Gruppen organisieren oder Gruppen einteilen. Wichtige Sache ist, dass ihr auch zum Beispiel, wenn ihr schon Moodle in Moodle-Gruppen angelegt habt, dann könnt ihr auch sagen, dass die Schülerinnen und Schüler sich in Gruppen einschreiben können, insbesondere bei wiederholenden Terminen, und könnt dann halt einfach sagen, dass eine komplette Moodle-Gruppe dann da ist, und dann müssen sie halt kommen zu dem Tag. Ihr könnt also die Schüler selbst wählen lassen, so wie ich das jetzt gerade mache, oder ihr könnt einfach sagen, die Gruppe ist dann dran, die Gruppe ist dann dran. Und auf diese Art und Weise habe ich jetzt immer Sechsergruppen gebildet für jeweils 20 bis 45 Minuten, die ich dann, wo ich die Schülerinnen und Schüler dann einzeln sehe, damit ich die Unterrichtsgespräche quasi führen kann und gucken kann, wie sie sich Feedback erhalten, und also gucken kann, dass ich Feedback von denen erhalte, wie es bei ihnen gerade läuft, und dass ich halt einfach schauen kann, wie ist die Lage gerade, wie kommt ihr mit den Aufgaben zurecht, die ich euch gestellt habe, und so weiter. Ja, das zu dem Tool. Die Schülerinnen und Schüler kommen da bei mir zumindest relativ gut damit klar. Man sagt denen einfach über Mail oder so an, bitte wählt euch einen Termin, und dann hat man die alle schön. Oder man teilt sie halt ein und sagt dann per Mail, bitte denkt dran zu dem Termin. So, und den Raum, da habe ich dann halt eine URL zu einem Jitsi-Raum hingepackt, der auch nicht derselbe Jitsi-Server ist wie die Server, die hier über diese Jitsis sichtbar sind. Aber man könnte denen auch da reinschreiben, wir sehen uns bitte in unserem Videochat-Raum, oder was auch immer ihr meint, was gerade sinnvoll ist,
kann man dann halt einfach da eintragen, was für ein digitaler Raum. Das zum digitalen Planer. Zweites Tool, was ich euch vorstellen möchte, ist das Forum, weil auch das ganz sinnvoll ist, wenn man mit mehreren Schülern gemeinsam schreiben möchte. Dazu wähle ich jetzt einen anderen Kurs, in dem ein gutes Forum da ist. Hier haben wir beispielsweise das Forum zum Thema Netzpolitik. Da haben wir zusammengetragen, was geht ab im Netz. Forum könnt ihr einfach anlegen und dann müsst ihr definieren, wie lange, also ob dann zum Beispiel ein verbindliches Tracking stattfindet. Hier bei den Einstellungen von einem Forum gibt man einen Namen, sagt, worum geht es. Dann kann man hier Forumstyp einstellen. Ich habe hier zum Beispiel soziales Forum eingestellt, aber ihr könnt für den Anfang auch einfach alle ein Standardforum nehmen, das geht. Dann sagt man, von wann bis wann ist das Forum offen. Kann halt eben einstellen, wenn ihr hier bei Abonnement verbindlich einstellt, dann bedeutet das, dass die Schülerinnen und Schüler immer eine E-Mail kriegen für jeden neuen Eintrag, der im Forum kommt. Das kann ein bisschen nervig werden, geht damit bitte vorsichtig um. Ihr könnt das gesamte Forum bewerten, dann stellt man hier ein, zum Beispiel sage ich, das ganze Forum wird mit 100 Punkten bewertet und ich trage halt einfach direkt eine Bewertung ein. Oder ich sage, nee, das wird jetzt nicht bewertet. Das kommt ein bisschen drauf an. Ich würde mit Bewerten für Kursen und Aktivitäten, die so kommunikativ sind, sowieso erst anfangen, wenn ihr euch sicher seid, dass die Schülerinnen und Schüler gut damit klarkommen. Ja, hier kann man einzelnen Beiträgen eine Bewertung machen. Da habe ich zum Beispiel, wenn ihr einzelne Beiträge Typ Skala und dann die Skala Zustimmung auswählt, dann kann man sagen, stimme zu, stimme nicht zu, also quasi Likes im Forum vergeben. Und dann gebt ihr die Rolle an die Schülerinnen auch, also wenn Rolle die Bewertung vornehmen dürfen, kann man erst verändern, nachdem man das Forum angelegt hat. Aber dann führt das dazu, dass die Schüler quasi gegenseitig ihre Beiträge liken können oder eben zustimmen können oder nicht zustimmen können. Und wenn ihr dann hier so seht, dann machen hier Leute halt Einträge und man kann dann darauf antworten. Also beispielsweise hat hier jemand was über digitales Bezahlen geschrieben und andere Leute haben darauf geantwortet. Und schön ist hier auch nochmal, dass man da mit den Schülern sogar in schriftlicher Form üben kann, wie nimmt man denn Bezug auf vorherige Gesprächsbeiträge. Und auch durch die Darstellung des Forums, je nachdem, bei wem ich jetzt auf Antworten klicke, nehme ich auf die Person Bezug. Also wenn ich jetzt beispielsweise auf die erste Person Bezug nehmen wollte, ja, viele Menschen zahlen heutzutage nur noch per Karte. Da hat sie eine Quelle genannt und da würde ich jetzt antworten. In Zeiten von Corona wäre das ja noch besonders gut. Speichern drücken und dann seht ihr jetzt hier in der Struktur, dass mein Beitrag weiter nach links gerückt ist, auf die gleiche Höhe wie dieser Beitrag, so dass man also die Organisationsstruktur eines Gespräches auch visualisiert dargestellt bekommt und diese Art und Weise hilft einem vielleicht nochmal argumentieren auf eine ganz andere Art und Weise zu üben, als man das in einem normalen Unterrichtsgespräch überhaupt machen kann. Die digitalen Möglichkeiten erweitern unsere Möglichkeiten in diesem Rahmen und geben euch die Möglichkeit, Kompetenzen nochmal ganz anders in den Griff zu nehmen und ich möchte euch ermuntern, auch das, diese Gelegenheit zu benutzen und den digitalen Raum in diesem Rahmen sich neu zu erschließen.